Vor ungefähr 2 Jahren, also auch im Frühjahr, hatte ich eine Begegnung mit einem Kumpel von mir und ich habe ihm erzählt, dass ich jetzt wieder nach Schweden fahren würde, auf diese Farm, wo ich schon zuvor im Jahr für 8 Wochen ein Praktikum gemacht hatte und war so voller Enthusiasmus und Vorfreude und sagte, wir werden Bäume pflanzen und Pilze sammeln gehen und Gemüse bauen und wir haben Hühner und habe ihm davon erzählt und kurze Zeit später sagte er dann zu mir, ah, cool, du fährst da so auf dem Bauernhof. Und ich, irgendwie, er hatte damit vollkommen recht, aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass wir in dem Moment nicht die gleiche Vorstellung von diesem Ort hatten, von dem ich gesprochen habe. Und ich habe mich deswegen im Zuge dieses Vortrags gefragt, was eigentlich diese Begeisterung in mir auslöst, dass ich immer wieder, jetzt schon seit 3 Jahren, immer wieder auf diese Farm nach Schweden fahre, um dort zu lernen, zu arbeiten und zu leben. Genau. Die Farm wurde 2014 von Richard Perkins und Johanna Amslem gekauft. Das ist ein Bild jetzt aus dem April, das heißt, der Frühling war noch nicht eingekehrt, wie man sieht. Und kurze Zeit später, also gerade mal 2 Jahre später, das sind in Schweden 2 mal 6 Monate, in denen man tatsächlich irgendwas machen kann, ist dieses Bild entstanden. Das heißt, es sind umfassende Gärten angelegt worden, wir sehen 2 Jurten, wir sehen den Polytunnel, das Gewächshaus und viel mehr noch, als das jetzt alles grün ist, sind es eigentlich die ganzen Strukturen, die mich faszinieren, die entstanden sind in diesem kurzen Zeitraum. Das oberste Ziel von dem Projekt ist es, dass Richard zeigen möchte, dass kleinskalierte Landwirtschaft mit innovativen Vermarktungs- und Anbausystemen profitabel sein kann und gleichzeitig Boden, Ökosysteme, Gemeinschaften regenerieren kann. Als zweites, untergeordnetes Ziel, möchte er Menschen die Möglichkeit geben, genau an diesem Prozess teilzuhaben. Das heißt, er möchte Menschen einladen, mit ihm zu lernen und möchte Menschen einladen, neue Ideen zu konzipieren, Ideen, die hier funktionieren, zu kopieren und für sich selbst anzuwenden und neue Projekte zu starten. Für mich war es besonders interessant, in der Startphase dabei zu sein. Ich bin also dann im August des 2014 das erste Mal dort gewesen für 8 Wochen. Und es ist schon was Besonderes, wenn man an einen Ort kommt, an dem fast noch nichts existiert. Das heißt, es ist Leben unter einfachsten Bedingungen. Wir hatten eine Sauna in einem mobilen Caravan und wir hatten Komposttoiletten logischerweise. Wir hatten einen Eimer, mit dem wir uns duschen konnten, draußen auf einer Palette. Das heißt, es war so ein bisschen wie so ein Realitätscheck für mich, zu sehen, was bedeutet es eigentlich so von Grund auf zu starten. Aber ich liebe es und bin deswegen immer wieder gekommen. Und ich möchte jetzt im Folgenden 5 Gründe nennen, warum ich glaube, dass ich immer noch gerne zu diesem Ort fahre. Hier sehen wir erstmal noch kurz die Gesamtansicht. Das heißt, es sind 10 Hektar Land, die umrandet sind mit diesem grünen Pfeil. Es ist gelegen im Nordwesten von Südschweden, oben gekennzeichnet mit diesem kleinen Punkt, so zwischen Oslo und Stockholm. Wir haben ungefähr 4,5 Hektar Weideland und 4 Hektar Forst, beziehungsweise hier oben so eine Region, die wieder aufgeforstet ist, die jetzt nachwächst. Wir haben einen Bach, der hier lang fließt, der ganzjährig ist, und einen zweiten, der hier oben lang fließt. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und so ist es bei mir, glaube ich, auch mit der Begeisterung für das Leben und Arbeiten auf der Farm. Wir haben in der Regel 2 Farmköche, die die ganzen Speisen vorbereiten, die gleichzeitig auch im Garten mitarbeiten. Das heißt, sie wissen zu jedem Zeitpunkt, was erntereif ist, was sie für die Küche benutzen können. Gemeinsames Essen fördert auch Gemeinschaft und ist für mich auch eigentlich die Motivation, täglich aufzustehen und das zu tun, was wir den ganzen Tag tun, nämlich auf dem draußen zu sein und zu arbeiten, wenn das als Belohnung dabei rauskommt. Umso wichtiger ist es für mich dann auch, dass genau an den Orten, wo gute Lebensmittel produziert werden, auch gute Lebensmittel gegessen werden. Weil ich glaube, dass das häufig hinten runterfällt, dass genau das eigentlich die Orte sind. Es ist ein bisschen wie der Schuster hat die schlechtesten Sohlen, sagt man bei uns. Aber ich glaube da irgendwie nicht dran. Das Farmeinkommen wurde in der letzten Saison mit 3 Produkten hauptsächlich erwirtschaftet und da auch wieder der Gedanke, das Ganze existiert jetzt erst seit 3 Jahren, das ganze Projekt. Das heißt, wir haben Produkte gesucht oder Produkte entwickelt, die möglichst schnell mit wenig Geld, mit wenig Maschinen, mit wenig Kosten realisiert werden können. Wir haben mobile Hühnerhaltung, hier in 2 selbstgebauten Hühnermobilen,
die rotieren eigentlich täglich bzw. alle zwei Tage über das Feld. Das heißt, alle zwei Tage gibt es frisches Weidegras für die Tiere. Und die, hier sieht man schon ziemlich stark den Einfluss, den sie eigentlich haben innerhalb von dieser kurzen Zeit. Und sie sind deswegen auch ein sehr, sehr wichtiger Akteur in dem ganzen Prozess von, wie können wir Weideflächen regenerieren oder dazu bringen, dass der Humusaufbau gefördert wird. Die Hühnermobile sind unten mit einem Gitter, das heißt, der ganze Hühnermist fällt auch einfach durch und bleibt auf dem Land. Als zweites Produkt, ebenfalls Hühner, ist die Hühnermast mit Kleingruppenhaltung in ebenfalls selbstgebauten Gehegen. Die werden täglich, beziehungsweise wenn sie größer sind, zweimal täglich weitergezogen. Das heißt auch immer wieder frische Weidefläche. Wir haben eine eigene Schlachterei gebaut aus einem alten Baucontainer, die zertifiziert ist mit, für die Verarbeitung von Geflügel. Und hier sieht man das fertige Produkt, Geflügelmast. Letztes Jahr dazugekommen ist der Market Garden, wie wir ihn auch schon hier ein bisschen kennengelernt haben, auch inspiriert von Jean-Martin Fortier. Wir haben einen Gemüsebau, das sind jetzt Gemüsekisten, die ausgeliefert werden. Wir haben 25 Haushalte versorgt, im nächsten Jahr sollen es ungefähr 70 sein, da die ganze Fläche hinten auch umgesetzt wurde zu Gemüsegärten. Und das Wasser dafür ist gespeist durch einen großen Teich, den wir angelegt haben, der ungefähr 250.000 Liter fasst. Der ist im letzten Jahr entstanden. Und ja, das ist so die Gemüseabteilung. Auf der Farm leben bedeutet für mich in Gemeinschaft leben. Und das sind Punkte, die wir heute auch schon viel gehört haben. Wir haben gehört von Leuten, von Traktoren, die alleine fahren oder von Menschen, die sagen, ich bin alleine irgendwie in diesem landwirtschaftlichen Betrieb. Und für mich ist Gemeinschaft auf einmal irgendwie nur noch so eine Sehnsucht. Das heißt, jedes Jahr versammelt sich momentan ein internationales Team für 6 Monate auf dieser Farm. Und eins haben die gemeinsam, die haben meistens relativ wenig praktische Erfahrung. Aber was sie auch gemeinsam haben, ist, dass sie eine totale Hingabe dafür haben, Dinge schnell zu lernen und dass sie eine Begeisterung dafür haben, genau diese Techniken, regenerative Landwirtschaft, zu erfahren und auszuprobieren. Die Größe der Gemeinschaft ändert sich dabei ein bisschen, da auch Kurse angeboten werden. Das heißt, manchmal kommen 20 Leute für so einen Permakulturkurs für 2 Wochen. Manchmal, wir haben ein 10-wöchiges Internship, also ein Praktikum, wo nochmal 10 Leute da sind. Das heißt, das wechselt, aber die Personen sind auch eingespannt in Kurse und in theoretisches und praktisches Lernen. Für Gemeinschaft wichtig sind Gemeinschaftsorte. Hier unten sehen wir die Sauna, die ich schon angesprochen hatte, in einem alten Wohnwagen. Alles wieder eigentlich Lösungen, die in dem Moment entstehen müssen. Wir haben Jurten, die als Essensraum und als Lern- und Lehrort dienen. Und ganz besonders, wenn viele Menschen da sind, kann man auch schöne Dinge machen, wie in dem Fall die Heuernte. Was spannend ist, vor allem für ältere Menschen in der Region zu sehen, dass wieder Menschen auf dem Land arbeiten, die genau diese Techniken nutzen und die Materialien nutzen, die sie von früher kennen. Also Gemeinschaft nicht nur gedacht als die Hofgemeinschaft, sondern auch die größere Gemeinschaft. Als dritten Punkt Design. Das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, der für mich wichtig ist. Und für mich war das eine ganz essentielle Lernerfahrung, dort in Berührung zu kommen, damit Landschaften lesen zu können, Topografie zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, eine Landschaft zu gestalten und von vornherein zu planen, für Langfristigkeit zu planen. Wie sieht dieser Ort wohl in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren aus? Das von vornherein mitzudenken, war für mich eine ganz besondere Lernerfahrung. Und das ist auch für mich ein Teil von regenerativer Landwirtschaft, denn es fördert, mit der Natur zu arbeiten, statt gegen sie. Denn gegen Schwerkraft und Topografie ist es ziemlich schwierig zu arbeiten. Außerdem hilft ein gutes Design auch dabei, Dinge in Gruppen zu realisieren, zu visualisieren, Arbeitsprozesse schneller zu machen und besser zu machen. Und hier sieht man dementsprechend, was zwei Monate nach dem Einzug in der Farm schon passiert ist. Wir haben schon ganz viel von Agroforstsystemen gehört und hier die Verbildlichung. Wir haben Keyline angelegte Agroforstsysteme mit Fruchtbäumen und Fruchtsträuchern, Haselnusssträuchern, Stickstofffixierern. Wir haben Apfelbäume, alles was man sich so denken kann, in verschiedenen Sorten. Wir haben die Pufferzone hier wieder aufgeforstet. Wir haben medizinische Pflanzen angelegt, die in dem unteren Bereich sind. Hier unten sieht man den Windschutz aus einer Umtriebsplantage mit Weiden. Wir haben Eichen gepflanzt, die entlang der Straße liegen. In dem Feld sind mittlerweile stehen Walnussbäume und Herznussbäume und weiße Walnuss und Esskastanien.
Hier oben sind Sandhorn, Bäume, das heißt, es ist ganz viel passiert und das in kurzer Zeit. Und das finde ich persönlich super befriedigend, wenn in kurzer Zeit sehr, sehr viel passieren kann. Ich schätze es auch, mit neuen Konzepten in Berührung zu kommen und da diese auch vor allem auszuprobieren zu dürfen und praktisch auf ihre Praktikabilität testen zu können. Wir haben Geschäftsmodelle gesehen bereits, die sind komplett auf Direktvermarktung ausgelegt. Das heißt, alle Produkte werden im Umkreis von 50 Kilometern verkauft. Es sind Geschäftsmodelle, die bisher wenig Startkapital brauchen. Und mithilfe dieser Planung der Agroforce-Systeme wird sich die Produktpalette der Farm auch sicherlich sehr, sehr verändern in Zukunft. Aber das sind alles Dinge, die brauchen ihre Zeit. Für mich von besonderer Bedeutung ist zudem Holistic Management. Das haben wir schon gehört. Und hier ist so ein bisschen ein Tagesbild am Morgen. Denn wir haben alle Tiere auf der Farm, werden jeden Tag auf neue Weideflächen geführt. Wir sehen links eine Parzelle vom Vortag, abgegrast. Wir haben rechts die Parzelle, die morgen kommen würde. Und beispielhaft möchte ich hier an dieser Graspflanze, die so schön grün draußen wächst gerade, zeigen, wie das Ganze funktioniert. Als erstes kommen die Kühe und Kühe lieben es von sich aus, die oberen Spitzen abzufressen. Das sind die Sachen, wo das meiste Zucker ist. Die laufen viel rum und fressen viel die oberen Teile. Das heißt, die erste Gruppe sind die Kühe. Als nächstes werden die Schafe auf die Weide gebracht. Die Schafe können von ihrer Physiologie des Mundes schon viel weiter unten auch grasen. Das heißt, denen stört es gar nicht so sehr, wenn sie nicht die Spitzen fressen können. Als nächstes kommen die Hühner vorbei, die den ganzen Dung, den die anderen beiden hinterlassen haben, aufkratzen, aufscharren und damit auf dem Land verteilen, auf der Suche nach Insekten. Ab dann wird das Land genau diese Parzelle, wie wir sie jetzt hier sehen, bestimmt 30 bis 50 Tage ruhen gelassen. Das heißt, da kommt kein Tier drauf in der ganzen Zeit. Und das ist das Besondere, weil dadurch die Graspflanze nämlich die Möglichkeit hat, sich mindestens bis zu diesem Stadium wieder zu regenerieren, bevor schon wieder die Kuh kommt und die obere Spitze abgefressen hat. Und das ist das Problem von Überweidung. Das ist nicht ein Problem von zu wenig, das ist ein Problem von der Zeit, die die Tiere auf dieser Fläche sich befinden und damit auch die Zeit, die das Gras hat, sich zu regenerieren. Und wie das Ganze gestaltet ist, ist in einem Weideplan festgelegt. Das heißt, es wird jederzeit, kann man einsehen, wie lange, welches Tier, wo, wann grasen und picken darf. Vorletztes Punkt. Es gilt auch, Kreisläufe zu schließen. Wir haben zum Beispiel altes Holz in ein Baumhaus umgewandelt, um so ein bisschen die Parole Kahlschlag, Baumhaus statt Kahlschlag, unsere Schweine leben im Wald, alles irgendwie Konzepte, die ich persönlich spannend finde, die genau hinterfragen, was wollen diese Tiere eigentlich für einen Lebensraum haben. Ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist Vielfalt. Vielfalt nicht nur an Ökosystemen, Lebensmitteln, Produkten, Menschen, sondern vor allem Vielfalt an Tätigkeiten. Und viele Tätigkeiten auf einer Farm variieren schon natürlicherweise mit der Jahreszeit, aber das ist gerade das, was mich beeindruckt. Es sind viele, viele Tätigkeiten, die ich lernen durfte in diesen 3 Jahren, die für meine Generation, glaube ich, nicht mehr selbstverständlich sind. Das sind Sachen wie Holzarbeit, das sind Sachen wie Schweißen, Nahrungsmittelkonservierung, Nahrungsmittelverarbeitung, Tierhaltung, Nähen, aber auch Planung, Zeitmanagement, Projektarbeit. Das sind einfach so eine schiere Anzahl, die, glaube ich, häufig vergessen wird, dass das alles zu einem Profil von einem Landwirt oder von einem Farmer gehört. Und gerade diese Lernmöglichkeiten sind die Dinge, die ich persönlich spannend finde. Ich bin sozusagen spezialisiert auf Vielseitigkeit, wenn man das so nennen möchte. Und somit ist Richdale für mich zu einem zweiten Zuhause geworden, mit ganz, ganz vielen Talenten, Wissen, Fähigkeiten vereint an einem Ort und eigentlich immer mit der Hingabe, das zu tun, was gerade irgendwie für das Ganze am besten ist. Und das auch in den Momenten, wo die Dinge mal festgefahren scheinen. Vielen Dank.